Herzlich willkommen zu dem neuen Part von Let's Play Paper Mario. Wir müssen nun eine Röhre finden, die uns in den Wunderwald führt. Das war zumindest das, was im letzten Part zum Ende als Fazit kam und es hieß, es soll irgendwie hier sein. Und schau mal an, was gerade da reingehüpft ist. Das sieht ja mal sehr interessant aus. Dem sollten wir unbedingt folgen. Ich filme mich nochmal das gestern, also wenn ihr das seht, am Dienstag, mein Video kam. Da war es immer mit Aufräumarbeiten noch zu tun, weil wir hatten ja Hochwassergefahr und ich musste dann sehr viel für mein Setup und den Keller und allem einfach in Sicherheit bringen und deswegen ging das einfach nicht vom Zeitraum her. Ich habe es einfach gestern nicht geschafft. Weder Livestreaming noch irgendwas anderes. Also tut mir leid. Aber wenigstens, ich meine, ich denke mal, ihr könnt es verstehen. Und, oh, scheiße. Das habe ich nicht gesehen, dass da Wasser ist. Das war irgendwie richtig dumm. Ich sage, Hochwasser gibt es überall, selbst hier in den Katakomben, ne? Aber ja, heute mal ja wieder am Stiesel und heute Abend auch live on air und der mit Splatoon und Mario Kart, Minecraft. Weißt du, gerade nur Splatoon, ich muss nur mal hauen. Und mit sowas in die Richtung. So, und ich glaube, das Ding könnte wichtig sein. Mario, das sieht aus wie eins von diesen Wesen, das uns der Professor gezeigt hat. Ja, ob wir ihn folgen können, ja bestimmt können wir ihn folgen. Wie war das? Nehmen wir es hier mit, können wir da durch. Und dann schauen wir nochmal, wo wir da hinkommen, Albert Cell. Da ist das so Röhre. Wäre also mir nicht mal sehr wild. Brrr. Fresst mich nicht. Mach mal nichts, wir sind gut. Was? Ihr wollt mich also gar nicht fressen? Es mag so Raupenviecher nicht so geil eigenes Essen. Ah, okay. Und ihr wollt mich auch nicht quälen? Doch. Nein. Wirklich? Puh, da bin ich jetzt ganz erleichtert. Ich frage mich, was passiert, wenn er mehr ausgewählt hätte. Du bist wohl doch sicher aus dem Wunderwald. Was machst du denn hier? Was für wisst ihr, wo es herkommt? Ha. Bestimmt gehört ihr zu diesem Krusionen und habt mich bis hierher verfolgt. Uah, es ist aus mit mir. Krusionen? Was soll denn das sein? Wir tun dir nichts, wirklich. Aber erzähl uns doch bitte, was du weißt. Also gut, diese Krusionen sind in den großen Bäumen eingefallen, in denen wir leben. Sie haben ein großes Chaos in unserem Baum angerichtet. Deshalb bin ich hierher gekommen, um Hilfe zu holen. Bösartige Kerle haben euren großen Baum überfallen. Vielleicht sind es ja dieselben, die Prinzessin Peach entführt haben. Und nun sind sie im Wunderwald, um das Sternjuwel zu suchen. Jetzt, wo du sagst, die haben von irgendwelchen Juwelen geredet. Aber wir wussten überhaupt nicht, was sie von uns wollten. Würdet ihr vielleicht diesen Freeflare bekämpfen und wegen dieses Sternjuwels? Ich könnte Bubuma bitten, euch bei der Suche zu helfen. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber bevor die Typen es bekommen, ist wirklich dringend, bitte. Wirklich, ihr kommt also mit? Ja, klaro. Aber natürlich, wir werden dich doch nicht einfach im Stich lassen. Außerdem müssen wir das Sternjuwel unbedingt von diesem Schurken finden. Vielen Dank, ich bin so froh. Übrigens, es heiße Bubulio. Also gut, dann führe ich euch jetzt zu eurem Baum. Zu unserem Baum. Folgt mir bitte ganz einfach. Hier entlang. Okay, aber hier oben gibt es was sehr Interessantes. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie wir da im Moment hinkommen. Deswegen lassen wir das mal fürs Erste einfach hier so stehen. Oder müssen wir jetzt gehen, hä? Einen Moment noch. Bubuma sagte, wenn man hier drückt, wird ein Geheimgang sichtbar. Ich hab's. Ah. Auf Bubuma kommt es auch hinterher. Ah, und hier an. Wenn man hier auf einmal rauskommt. Jawohl. Und wir haben den Orden Auswasser erhalten. Sehr, sehr wichtig. Mars Verteidigung steigt bei erfolgreichem Action Command um 1. Cool. Richtig und wichtig. Sieh mal an, wo wir nun sind. Die Röhre gelangt man in unserem Wunderwald. Na komm, schon, beeilt euch. Dann, I would say, let's go to the Wunderwald. Und damit willkommen zu Kapitel 2,
Der Baum. Der Bubus. Okay, okay, okay. Da ist er also, der Wunderwald. Der Wunderwald, ziemlich wundersam wirklich. Und unser Sternewild befindet sich in irgendeinem großen Baum. Ja, so sieht's aus, da gibt's ja einige große Bäume und im einen befindet sich der Sternewild. Muss nur dann irgendwie rausfinden, wessen. Nur noch ein kleines Stück, dann sehen wir schon den großen Baum. Bumbua, Bumbuma, die Stammesälteste. Weil es ein Baumstamm ist, hä? So dumm. Und all die anderen warten dort schon auf uns. Ach, und natürlich auch meine kleine Schwester. Also gehen wir. Mhm. Schauen wir nochmal, wo wir hinkommen. Ich bin sehr gespannt. Oh, oh. Hihi, na los, an die Arbeit. Barbara, du hast verstanden, was unsere Aufgabe ist, oder? Mario, finden und ihnen die Karte abjagen, die uns zu unseren Sternjuwelen führt. Und dann machen wir Mario und seine Kumpane einfach fertig, okay? Also nach meinen Informationen müsste Mario bald hier vorbeikommen. Du lauerst ihm einfach auf und greifst dir die Karte. Hm? Barbara, was verstehst du da eigentlich? Was versuchst du eigentlich zu verstecken? Und das hier, das habe ich gerade an dem Baum da drüben gefunden. Ist dieses Collier nicht wirklich wunderbar? Da könnte es einfach nicht widerstehen. Also wirklich, hebt doch nicht immer alles von der Straße auf. Abgesehen davon, es ist wichtig, Dinge zu tun, meine liebe Barbara. Zeigt mir die Zeichnung, die uns Crucius von diesem Mario gegeben hat. Was? Ich habe die Zeichnung nicht wirklich. Die wichtigsten Sachen nimmst du doch immer mit. So ein Unsinn. Ich hab sie nicht. Du solltest sie doch mitnehmen. Du Versagerin. Und jetzt willst du mir die Schuld in die Schuhe schieben. Aber... Brunhilda? Was willst du denn jetzt denn wieder, Roberta? Was, ein Kerl mit einem Schnauzer? Für so etwas haben wir wirklich jetzt keine Zeit. Warte das für später. Und was dich angeht, Barbara, ich kann es wirklich nicht fassen, du hast die Zeichnung verstampert. Ja, aber ich glaub mir, ich hab sie nicht. Zweig, du unfähige Hexe, es reicht. Wie kannst du es wagen, mir auch noch zu widersprechen? Deine Frechheit verdient eine harte Bestrafung. Und deshalb gehört das Collier, das du gerade gefunden hast, jetzt mir. Aber Brunhilda, das ist so ungerecht. Okay, wir haben nicht mal einen Peil, dass wir der Mario sind. Dann gehen wir einfach mal an den. Könnten wir mit denen reden? Oh, könnten wir sogar. Du und wer kommt da nicht mehr raus? Würfel, das ist so gemein. Und was meint der? Was willst du, Wurzelzwerg? Was Winde? Was du schlässt? Ja gut, unter den Umständen, was finden wir jetzt einfach? Wer der uns nicht will? Mir soll es Rest sein. Ja, Stelle speisen wir natürlich. Das ist immer ganz wichtig. Oh, und haben einen Gegner gerissen. Erstangriff. Schön. So. Wer ist das? Jetzt natürlich die große Frage. Dazu tauschen wir einmal. Das ist meine Taktik. Weil ich will ja wissen, wen wir hier vor uns haben. Und die scannt erstmal jetzt diese Wesen, damit wir wissen, was die denn eigentlich für Wesen sind. Also da ist ein Kirik. Kirik sind fieses, stacheliges Steinmonster. Maximal KP2, okay, ganz so harte Bursen. Zwei Attacken haben keine Wirkung. Andere Items sind wohl recht hilfreich. Wenn man aber alles nicht hilft, ist Flucht, weil die sind gibt möglichst keine Schande. Ich will es einfach jetzt mal ohne Druck ausprobieren. Oh, auch wenn wir gerade nicht Leben verlieren. Können wir bald einen Pilz holen. Aber wir machen erstmal einen Powerhammer. Das Ganze. Dann ist der erste Gleisen weg. Na gut, dann ist nicht mal wirklich ein brauchbares Item und es wird angerufen. So, also ist es gut gerade angerufen.
Ja, jetzt haust mir wieder aus. Weil der Koopa kann er mit seinem Dingens wenigstens. Ah, man verliert das so ein mies Leben mehr, wenn man da nicht aufpasst. Das ist ein bisschen sehr unschön. Ah, der Marlimer hilft da. Hammer hilft da gar nichts, oder was? Ist ja mal sehr interessant. Und der auch nicht. Aha. Hilft also nur der, ist der Bezahlhammer war es, oder wie? Ja, okay, also die werden auch nicht alle einfacher, die Gegner, ich sehe schon. Also folglich mehr Flucht und dann, wenn es halt sein muss, dann muss es halt sein, so nach dem Motto. So, da machen wir auch mal einen ganz großen Bogen drum. Nicht, hat nicht geklappt, leider. Ja, ich will halt zuerst wissen, wer das ist, was die kann. Deswegen scannen wir die jetzt einfach mal. Piranha-Pflanze. Eine fleischfressende Pflanze, die du gut kennst, oder ja? Die Farbe hat sich wohl in der Umgebung angepasst, am Wunder der Natur. Evolution. Okay. Gut, man darf halt basically einfach nicht springen. Ja, viel Zahn machen die schon. Probieren wir es einmal mit normalen Hammer. Boah, der war halt auch 4 Leben. Das ist halt zum Essen nicht viel. Aber sagen wir fliehen jetzt einfach mal. Wir wissen jetzt ja, was das für Dinger sind und was die können. Der macht fliehen jetzt am meisten Sinn. Sinnvoll, probieren wir mal den Trank hier so nehmen. Der bestimmt früher oder später brauchen. Mist, ich will den eigentlich ausweisen, aber die spawnen dann random weg. Das ist halt ein bisschen. Ja, 3 Stück natürlich. Da machen wir mal ganz schnell die Biege. Aber ganz, ganz schnell. Sind wir da weg, Schüssikowski. Das muss nett sein. Das ist vor allem, dass man bald einen Speiserpunkt kommt. Da drüben, der große Baum da. Aha. Das ist also der große Baum, wo wir hin müssen. Das ist der Baum, in dem wir Bubus leben. Aber leider sind nicht nur wir, sondern auch Pikatos und Fadulas. Aha. Also los, Mario, mir nah. In diesen sehr ominösen Baum werden wir auch reinspringen und uns den genau anschauen. Und das machen wir allerdings erst im nächsten Part von Paper Mario. Bis dann, macht's gut und ciao.